Hey, hier ist Kamal von BestBoss und wir befinden uns hier bei Samsung Electronics immer noch auf der IFA 2013 und schauen uns das dritte Produkt an, das Samsung hier gezeigt hat, nämlich das Samsung SMP 605 oder 600 Galaxy Note 10.1 2014 Edition. 05 und 00 ist lediglich der Unterschied zwischen der Wi-Fi und der 4G-Variante, die wir hier in Deutschland bekommen werden. Nun, es ist ein 10,1 Zoll großes Tablet, es ist ein Note-Tablet. Das erkennt man vor allem an dieser Lederoptik, die jetzt mit dem Galaxy Note 3 gezeigt wurde. Machen wir einmal einen Blick um das Tablet. Wir haben eine Kamera hier, das 10,1 Zoll große Display. Es löst auf mit WQXGA, also 2560 Pixel mal 1060 Pixel. Und es ist ein super clear LC-Display von Samsung. Dann eine physische Taste hier unten, eine elektronische Taste hier links und eine elektronische Taste rechts, nämlich Menü und Return. Und das ist eigentlich auch die vordere Seite. So ist das Ganze hier aufgebaut. Das Tablet ist 7,9 mm dünn und 585 Gramm leicht, also es ist schon sehr leicht. Hat aber einen riesigen Akku, nämlich 8200 mAh und das sollte schon eine gute Zeit halten. Hier hinten haben wir eine 8-Megapixel-Kamera mit einer LED und das ist jetzt die LTE-Variante, zu sehen an dem Logo LTE. Das Tablet hat einen ganz normalen Micro-USB-Anschluss, Mikrofon. Es hat einen Stereo-Lautsprecher hier auf der linken Seite als auch auf der rechten Seite. Man kann die SIM-Karte einlegen, man kann auch eine Speicherkarte einlegen und dann hat man die Möglichkeiten ausgeschöpft. Aber es befindet sich auch ein Infrarotsender hier, sodass man damit seine Geräte steuern kann, zum Beispiel Fernseher oder andere Anlagen. Laut, leise und an, aus, Sleep und Wake-Taste. So funktioniert das Ganze. Wir machen das einmal auf. Das Tablet gibt es in zwei Varianten, unabhängig jetzt von dem Netzstandard her, nämlich einmal mit einem Snapdragon 800 Quad-Core Prozessor mit 2,2 GHz oder 2,3 GHz, bin mir nicht sicher, auf jeden Fall 2 GHz. Es gibt es aber auch mit einem Octa-Core Prozessor, nämlich 1,9 GHz. Der RAM ist 3 GB groß und das Betriebssystem ist Android OS 4.3 Jelly Bean mit TouchWiz UX, Samsungs eigene Oberfläche. Gut, wir können einmal den Stylus hier rausnehmen, der befindet sich hier oben. Und haben hier dieselben Konfigurationen, die Möglichkeiten wie bei dem Galaxy Note 3 auch. Das heißt, wenn ich mit gedrückter Taste hier runtergehe, dann sehe ich Air Command. Und mit Air Command kann ich zum Beispiel Sachen öffnen wie Action Memo, Scrapbooker, wo ich Inhalte einfach speichern kann und die dann auf meinem anderen Geräten synchronisieren kann. Natürlich Screenwriting, Screenshot gemacht und dann darüber gezeichnet. Das ist die Möglichkeit, wie man das kennt. Jetzt funktioniert das. Genau, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Und was hatten wir noch gehabt? Mit gedrückter Taste mal reingehen und im R-Command habe ich dann noch S-Finder und Pen-Window, das heißt, ich zeichne einen Bereich und öffne darin eine Applikation, wie zum Beispiel YouTube oder sowas. Diese Applikationen müssen speziell S-fähig sein. Es funktionieren nicht alle Applikationen, aber Google Hangouts ist zum Beispiel jetzt drin. Also die Schnittstellen sind da. Gut, das ist das Tablet. Einen Preis haben wir noch nicht. Es kommt in diesem Jahr noch auf den Markt, ich glaube sogar im nächsten Quartal und wird erhältlich sein in den Farben Weiß und schwarz. Danke fürs Zuschauen und bis bald.